Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immost. Im letzten Part sind wir hier neben GLP stehen geblieben und er hat ja angefangen, uns ein bisschen Geschichten zu erzählen. Und ich würde sagen, wir geben weiter unsere Punkte, die wir gesammelt haben, aus, um weiter zu erfahren, was er noch so zu erzählen hat. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Besonderes. Diese Burg und der Turm hinter mir, die waren nicht immer da. Einst schien der Funke hell und die Welt war voller Licht und Leben. Es gab auch Schatten und kleine Kreaturen, die dort lebten. Auch in ihnen lebte der Schmerz, doch sie waren sich seiner kaum bewusst. Sie waren glücklich. Doch eines Tages änderte sich etwas. Es war nicht ihre Schuld. Alles änderte sich. Sie waren nicht länger zufrieden, klein und schwach zu sein. Und sie wussten, dass jemand schwach werden musste, damit sie stark werden können, könnten, konnten. So. Sie wählten ihr Opfer aus. Sie hegten ihren Schmerz, sammelten ihn und mischten ihn mit Hass. Und dann übergossen sie ihr Opfer damit. Und je schwächer ihr Opfer durch die neue Last wurde, desto stärker fühlten sie sich. Es war nicht ihre Schuld. Aber das Land um sie herum veränderte sich, wie es sich um ihn herum veränderte. Niemand hat es bemerkt. Weiche Erde wurde zu Stein, grünes Gras zu schwarzer Asche. Und Stein begannen sich die Mauern aufzutürmen. Niemand konnte den Anblick ertragen. Alle wandten sich ab, hegten ihren Schmerz und Hass, um beides erneut auszuschütten. Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Ich weiß gar nicht, ob wir nachgucken können, wie viel wir haben. Im Inventar sehe ich da gerade nichts. Sind anscheinend irgendwelche Secrets, aber wir können ja probieren. Oh, einst lebte hier eine Hexe. Damals war sie anders. Niemand hatte sie bisher eine Hexe genannt. Sie liebte diese Welt und alles Leben darin. In ihren Augen erstrahlte eine unbändige Lebenslust. Sie wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie studierte sie und sie wusste von der Burg. Sie wollte sie aufhalten, aber allein war das unmöglich. Und derjenige an ihrer Seite hat ihr nicht geholfen. Er ließ sie meist allein. Sie wirkte so stark, doch in Wahrheit war sie schwach. Sie pflanzte ihre eigene Seelenblume. Sie dachte, die Blume würde die Burg zerstören. Doch die Burg wuchs immer weiter. Unaufhaltsam. Und eines Tages verzehrte die Burg ihre Blume. Sie verlor so das Wertvollste, was sie besaß. Es veränderte sie für immer. Sie verfluchte die Welt und alles, was darin lebte. Sie würde nie wieder dasselbe sein, trotz aller Bemühungen ihres Partners, der nie für sie da war. Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Alles klar. Ich möchte auch jetzt hier nicht die ganze Folge über mit dir mich unterhalten. Ah, so kommen wir hin. Ui, mehr Schmerz für ihn. Können wir mal gucken. 21 haben wir. Da können wir eh nicht mehr mit ihm reden, oder? Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Zeig ihn mir, dann erzähle ich dir eine Geschichte. Ah, okay. Das war's sogar. 21 haben wir. Und wir können nur 85 mitsammeln. Okay. Aber außer eine Kiste... Ich will nicht mit dir reden. Aber außer eine Kiste war hier nichts. Ich kann auch nichts machen. Ich weiß leider nicht, was wir tun müssen. Oh, darunter will ich nicht, oder? Oh, nee. Darunter will ich nicht. Gibt
Ist hier irgendwo ein Secret? Nee. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ist das Wildschwein eigentlich noch da? Ja. Ah, wir können das Wildschwein doch runter. Oh. Gut, das Wildschwein ist tot. Was hat uns das gebracht? Es hat nichts getroppt, leider. Ich habe gehofft, es hätte vielleicht irgendwas getroppt oder so. Ah, das können wir zerstören für Schmerz. Und das können wir öffnen, sehe ich gerade. Ist das der Höhleneingang, den der Typ meinte? Ah ja, das ist der Kanister, okay. Ja, das habe ich schon gesehen, dass da ein Secret ist. Notiz. Aha. Ach, das ist sogar nicht mal das erste. Sieht so aus, als würde der Kopf von dem anderen weg abgetrennt sein, weil er so weit nach oben ist. Das heißt, wir haben ein Secret übersehen, oder wie? Ja, da wir eh überall gerade zurück können noch, könnten wir theoretisch nachgucken, wo es sein könnte. Ich wüsste echt nicht, wo wir noch ein Secret übersehen haben. Ah, ich glaube, die Fledermaus mag keine Lichter, deswegen ist sie gerade weggeflogen. Das ist auf jeden Fall eine Kiste, sehe ich gerade. Mit Schmerz. Jetzt haben wir 23, okay. Also kriegen wir pro Kugel 1. Ist jetzt nicht so viel, aber ich dachte eigentlich, wir würden echt ab und zu mal mehr kriegen als nur eines, aber naja. Wenn wir halt nur eines kriegen, lebe ich damit. Au, das war dumm. Ah, ich habe einen Schmerz gefunden. War wahrscheinlich mein Schmerz. Geschafft. Ich habe kurz gedacht, ich würde wieder runterfliegen. Hallo. So, hier hast du dein Kanister. Muss ich das da auffüllen? Ja. So. Seit 3 Tagen habe ich keinen Tee mehr. Ich habe es sogar mit diesen Blättern hier versucht. Aber ich weiß nicht, was besser schmeckt. Die Blätter oder das Stroh aus meiner Matratze. Wunderbar. Das ist Wunder. Ja. Oh. Die andere Hälfte ist immer noch oben. Kannst du da was machen? Ich kann auf jeden Fall hier hinspringen, sehe ich. Ah ja. Bitteschön. Du hast mich gerettet. Wenn ich heute nochmal Tee mit Matratzenstroh kochen müsste, hätte ich mich bestimmt nicht mehr unter Kontrolle. Ja, bitte. Das kann ich aktivieren. Ist ja auch sonst irgendwas. Ah, hier war was.
Weißt du, ich habe mein ganzes Leben den Karten gewidmet. Oh, ich habe so viele Karten angefertigt. Etwa 3. Das sind keine Karten von realen Orten, aber... Also ist das doch alles durcheinander, oder wie? Okay, gut. Das heißt, wir könnten das erste sogar noch finden. Aha. Eine Karte, okay. Ja, danke. Oh. Wo ist mein Aufzug hin? Hier war doch vorhin noch mein Aufzug. Das Seil ist durchgebrannt, durchtrennt. Er steckt wahrscheinlich unten irgendwo fest. Würdest du für mich nachsehen? Okay. Hier lang? Ja. Au, oh, das hat uns getötet. Gut, das wusste ich nicht. Mein Fehler. Ah ja. Ja, warte, ich möchte mit dir reden. Ich wusste es. Dieser Schleim, er ist überall. Die Burg, sie wird immer größer und verbreitet den Schleim. Mein armes, kleines Seil. Ich brauche Material, um es zu reparieren. Ich habe ein paar winzige Spinnen in der Höhle unter dem Haus gesehen. Dort muss es Spinnweben geben. Du wärst überrascht, wie viel Zeug sich darin verfängt. Käfer, Fliegen, Mücken, Eichhörnchen. Was? Auch die? Eulen? Alles Mögliche. Auch Tiger? Echt? Also dachte ich, was wäre, wenn sich etwas Spinnenseide im Netz verfinge? Könnte den Aufzug damit reparieren. Hier ist der Schlüssel zu den Minen. Danke. Aber sei auf der Hut. Einmal hat sich ein ganzes Wolfrudel da unten im Netz verfangen. Und Wölfe sind sehr gefährlich. Ah, verstehe. Ja, das stimmt. Okay. Jetzt können wir wenigstens da runter zu den Spinnen. Uiuiui. Freue ich mich schon. Ein Fuchs. Das sah zumindest gerade aus. Es reicht. Merkwürdig. Also es riecht merkwürdig. Eichhörnchen? Oder ein Waschbär? Wie riecht ein Waschbär? So schätze ich nicht. So schätze ich. Jetzt sind wir der Typ. Eine Eichel an einem Stock. Hat da jemand versucht, sich mit einem Eichhörnchen anzufreunden oder einem Waschbären? Aha, betreten. Warte, was ist... Kann ich... Ne. Wir können nur so... ganz wenig hüpfen. Aber noch immerhin besser als der Ritter. Ein Teetisch ohne Kessel. Und niemand zu Tee trinken. Ja. Die Schaukel ist kaputt. Okay. Oh, ein Kessel. Oh oh. Da ist Regenwasser drin und etwas Stroh. Was macht der hier? Ich nehme ihn mit. Dann kann ich schön Tee kochen. Ja. Kann ich den da hinlegen?
Nice. Jetzt haben wir Tee. Eine Teekanne, eher gesagt. Noch gucken, ob ich hiermit interagieren kann. Nee. Okay, dazu sagt er nichts. Kann ich runterfliegen? Wahrscheinlich. Aber das will er sicher nicht. Kann es sein, dass das eigentlich ein Mädchen ist? Er sieht so aus, als hätte sie so ein... kann vielleicht auch nur an den Pixel liegen, aber es sieht so aus, als hätte sie so eine Blume in den Haaren stecken. Aber egal. Hat sie bei mir halt eine männliche Stimme. Möchtest du einen Tee? Untersuchen. Die Pflanzen vertrocknen. Es muss hier früher wunderschön gewesen sein. Aber die gießt sie. Obwohl die auch sehr vertrocknet ausschaut. Okay, der scheint nicht aufmachbar zu sein. Ich weiß nicht, sollen wir uns erst hier... kann ich da hoch? Ja. Ich glaube, ich rede lieber erst mit dir. Diese Blume ist vor längerer Zeit vertrocknet. Überall ist Wasser. Okay. Ich kenne keine Zahlen. Ah ja. Diese Tür ist immer verschlossen. Haben wir eigentlich in den Kühlschrank schon geguckt? Nein, oder? Also den kann man nicht öffnen. Und die Kästen da. Ach, diese Tür ist jetzt offen. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Verdammt. Hier nach oben gehen, weil die Tür da unten aufgegangen ist, können wir wahrscheinlich hier noch was machen. Ein alter Plattenspieler, er funktioniert sogar noch. Das war sogar das Haus, wo wir geflüchtet sind, aber wir kamen, glaube ich, von oben, oder? Ah, ich weiß es gerade nicht. Ne, wir kamen eh von da, stimmt. Es ist dunkel. Der Schalter muss hier irgendwo sein. Da ist was hinter der Kiste. Ich komme nicht ran. Ist sicher ziemlich schwer. Der da oben. Ich wusste, das ist eine Tür. Da steht an war hier. Also N war hier. Das heißt, wir sind wahrscheinlich echt N, oder? Eine große Kiste.
Ich kann mich darauf stellen. Sollte ich vielleicht sie doch anfangen, weiblich zu sprechen? Weiblich, ja, eher gesagt. Hierauf, genau. Ich kann von hier aus den Fluss sehen. Da hoch komme ich nicht. Dafür bräuchte ich die Kiste, aber er wird die nicht holen. Nee, ich will nicht runter, ich will die Kiste haben. Ja, die holt er halt nicht. Was ist das? Irgendwas hat er da hingeworfen. Egal, nehmen wir mal die Kiste mit. Oder kann er die da hoch? Nee. Kann sie die Kiste da hoch? Aber auch nicht. Muss ich mit der Kiste... Ah, ich muss mit der Kiste wahrscheinlich zurück. Aber erst will ich testen. Kann ich hier ran? Nee. Jetzt kann ich hier hochklettern, oder wie? Ist das so gedacht? Ja. Hallo? Wer bist denn du, kleines Ding? Warum sitzt du hier ganz alleine rum? Wahrscheinlich. Ein wahrer Freund haben wir gekriegt. Okay. Hier ist nichts. Damit können wir auch noch nichts machen, oder? Nee. Sieht nicht danach aus. Okay. Würde ich sagen... gehen wir in die Höhle mal. Wobei, ich glaube, ich werde hier... Weil ich möchte gerne das noch aufschlagen. Bevor ich einen Schnitt mache. Aber wenn ich das geöffnet habe, mache ich dann einen kurzen Cut, bevor wir in die Höhle reingehen. So. Die Höhle tun wir dann in der nächsten Folge erkunden. Also verabschiede ich mich hiermit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.